Ja, hat die Willi Volkers sich gemeldet? Was? Willi Volkers? Gibt's denn hier noch was Besonderes in Jever? Uns! Und natürlich Ausländer hier. Einmal noch zurück. Also, hier war noch Klassentreffen. Eins, die rote Lampe sahen. Das ist richtig, wenn die an ist. Ist die Batterie leer? Ich war vor 5 Jahren und wir haben das Gott sei Dank wieder auf die Reihe gekriegt, dass wir uns heute wieder treffen. Die meisten sind da, ich glaube 1 oder 2 fehlen, vielleicht kommen die ja noch. Das ist eine Wolle, was? Hier, der hat das Programm richtig gezeigt, ich habe die Einladung gemacht, das Schriftliche. Das ist immer ganz schön, wenn man dann sich am Telefon unterhält, da kommen schon die ersten Erinnerungen von früher wieder auf. Wir hatten letztes Mal gesagt, wir wollen Großeln gehen, aber da sind wir davon abgekommen, sodass wir also heute hier ins Schloss gehen und Frau Dr. Sandra Berke, das ist die Museumsleiterin, die will uns also gleich führen. Und sie hat gesagt, dass wir also auch nicht verführen sollen. Sie will auch mit uns, Kalli, der wusste da noch, der sagt, weil die alle kennen. Richtig, was ich jetzt machen muss, ist fast unangenehm. Portemonnaie weiß ich. Also ich habe nur 6 Mark dabei. Hier muss man Geld mitgehen lassen. Ja, ich habe heute Morgen auf den Knien gelegt. Ich habe sauber gemacht draußen, Tischhäuser, kommen wieder weit, fehlt ein Wind. Ja, der Wind ist arschkalt gestern. Ist Hast das Fenster gar nicht zugemacht hier? Harald wieder. Harald, mach das Fenster zu wieder. Schalter 1, lass alles schön an dir vorbei flanieren. Ihr zwei? Ja, kannst du ein Foto? Ja, ich. Nein, die kriegen sie nicht. Siehst du, die Top, genau. Du, das ist ja so. Ich weiß das wohl, ja. Das war ich auch. Wir nicht zusammen. Das ist wieder
Ja, die Leute sitzen neben mir, die können auch. Meine Ohren treten. Du sagst 0,2, ne? 0,2 ist so. Zwei Stunden. Und Kölsch, Kalisator ist hier viel. Kölsch, ne? Nicht meine Frau, wenn wir gehen. Ja, ich sag, das ist das Erste. Ja, und wenn du da auch noch eine volle Kneipe hast, dann kommst du wieder das Bier wieder. Ja, gleich mit in den Film raus, weißt du das? Ja, Schöne Bewegung merken. Mit Ton. Mit Ton? Wo schaltest du denn den Ton ein? Du bist viel zu unruhig, ja. Das ist die Ja, das stimmt, ja. Und dann wiederum, da wir noch Bier zu haben, könnt ihr dann zu dir kommen und sagen, eine Hälfte steht mir zu. Nur, ich muss hier entsprechend erstreiten. Das kann natürlich auch mit ohne ganz schön in die Hose. Du sollst nicht lachen beim Film. Du kannst mich sonst wo. Das geht auch ganz schnell. Das wird auch ganz schnell. Och, du hast ja so ein geiles Schleppgerät. Zeig doch mal. So könnt ihr nicht auf eure Auto zeigen. Das ist schon ganz wichtig. Wenn ihr das Und jetzt sehen wir den Star des heutigen Abends. Man nennt ihn auch Heinz Wilhelm Mitscherling. Er legt den besonderen Wert auf Heinz Wilhelm. Aber heute heißt er
wir nur noch Willi. Heinzi, halt die Finger gerade. Ja, liebe Zuschauerin, liebe Elke, ich bin's, Harald, der deinen lieben Gatten filmt. Vielleicht kennst du mich doch. Harald, vor allem der Braune. Was ist jetzt los? Jetzt mal extra die Kamera an. Ich denke, du hast dich schon für zwei Tage. Du musst dich die Gläser festhalten. Ich nehme jetzt immer das. Was denn? Ich muss mal gerade stehen. Steh aber. Bauch rein, Brust raus. Jawohl. Ja, für eine Kuh. Das ist eine Geschichte. Da gibt es ja auch eine kleine Zahl von Geschichten. Es geht um die Wände, aber die Ach so, die Kerze in der Hand. Warum hat die Frau die Kerze in der Hand? Ich weiß es nicht. Heinz. Warum hat die Frau die Kerze in der Hand? Ich weiß es nicht. Hat sie die Wort? Deine Haare. Nee. Ja, kein Ständer. Das ist jetzt Ständer. Die reinste Ständer. Nein, das stimmt nicht. 13 Jahre, weil da ist aber im Kleinformat. Kannst du Dieter mal aufnehmen? Genau. So viele Rutscher mal rüber. Du, seitdem der Stand ist abgelehnt. Ja, Rainer, aber ich muss mich voll. Lass das jetzt los, Mensch! Das hat alles abliefert hier. Der macht mich fertig. Können wir nicht eben eine Hochzeit machen? Wo ist Harald denn? Auch da ist er ja. Ich will meine Frau. Was? Mit ihm oder nicht? Der ist da! Der ist verheiratet. Der ist fertig. Dieter macht den Mein Name ist Harald Uwe Elke. Ich bin einer der ersten Loser. Du kannst auch sagen, wenn du Englisch verstehst, the first loser. First loser. Man kann auch sagen, ja, man ist leck mich. The second loser. Hartwig, stell dich doch mal vor. Da bei du sagst doch was. Ich bin Hartwig. Ich bin auch nicht. Ich bin nur unsere Zeit. Ich sitze auf dem Lukas-Reifen auf dem
Ja, 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 ja